8 Uhr, 23. Mai, Sonntag. Wir rollen wieder. Nächste Ziel ist Bayreuth oder Bayreuth. Ja, dann schauen wir mal weiter. Also, das hängt jetzt vom Wetter ab. Habe ich auf dem Schild gesehen. Ja, Luftkurort Warmensteinach. Ja. Was für Aussichten hier. Hammer. Ja, wir fahren immer noch Richtung Bayreuth. Wie viele Kilometer, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann weiter, schauen wir mal weiter. Aber so wie es aussieht, glaube ich, wir werden dann durchziehen. Mal sehen, also ich kann auch nichts versprechen. Wir haben jetzt 8,8 Kilometer bis Bayreuth und bis Bayreuth Bahnhof 12, sagt der Marco. Ja, also wie gesagt, wir fahren jetzt mal Richtung Bayreuth bis Bahnhof und dann schauen wir mal weiter. Aber so wie es da vorne aussieht, also die Chancen stehen dann gut, weil die ganzen Dunkelwolken, die ziehen ab. Also ich hoffe, dass wir dann unseren Plan durchziehen können. Ich hoffe es, weil das wäre nicht so gut, wenn ich dann Tour beenden muss am Hauptbahnhof Bayreuth. Ja, wir fahren weiter in die Richtung. Bayreuth ist erreicht. Hallo Linde, hallo Carsten. Ja, wir fahren jetzt immer noch Richtung Bahnhof und da müssen wir was füttern in der Stadt. Und wir werden weiter unsere Tour fortsetzen. Also, nach der Essenspause dann werde ich erzählen, was wir vorhaben. Also, wir folgen jetzt PS, Potenstein Radweg. Ein Teil davon bin ich gefahren, aber nie von hier aus. Ziemlich heftig, also Hügeln ohne Ende. Und ja, heute habe ich vorhin komplett durchzuziehen. Okay, also jetzt unser nächstes großes Ziel ist Potenstein. Packen wir's? Ja, packen wir's. Okay, auf geht's. Fängt ein bisschen zu nieseln, aber ich glaube, es dauert nicht lang. Schauen wir mal, wenn es länger dauert. Regenklamotten an und durch. Wir sind jetzt schon ein Stück raus aus Bayreuth und jetzt geht es auf Fränkische Schweiz zu, aber nicht die gleiche Strecke, wo ich vor 2-3 Wochen unterwegs war. Nee. Wie gesagt, Potensteiner Radweg. Also, ich werde den Komoot-Link unten verlinken. Und wenn jemand nachfahren will, Höhenprofil bitte gut durchstudieren. Weil der Radweg ist nicht ohne Halt, das ist richtig, also anspruchsvoll. Alter Schwede, ne?
blaue Ausschilderung. Bodenstein 24,9 Kilometer. Ja, das ist jetzt dann unsere nächste Ziel, sage ich mal so. Und der Marco schwächelt ein wenig. Ich meine, der ist müde. Ja, weil wir haben da in der Hütte geschlafen, also hier so links und ich auf so daneben halt Kopf, also Köpfe nebeneinander. Und ich habe geschnarcht, dann hatte ich mich immer wieder aufgeweckt und es hat gemeint. Deswegen ist er nicht ausgeschlafen und ein wenig müde. Aber im Bodenstein machen wir Pause wieder. Trinken wir Kaffee und dann hoff's, dann geht's wieder. Hummeltal. Alter Schwede, da hat mir was ausgesucht, ne? Nur beim Klettern. Also das Hummeltal nur noch rauf. So, von Hummeltal bis hier sind wir ein bisschen jetzt von der Route abgekommen. Ja, wie ist das passiert? Keine Ahnung, ich habe nicht auf Navi drauf geachtet, weil ich mit dem Marco gequatscht habe. Ja, ich werde verlinken dann also Originalroute, die ich vorgehabt habe und die jetzt gefahren bin. Wir sind jetzt wieder auf unserer Strecke, also auf offiziellen Track. Und jetzt geht's bergab wieder, also rauf, runter. Es verläuft nicht nur alles rauf und runter, es gibt auch flache Strecken. So, wir sind jetzt im Ehrenaintal, aber was für ein Tal weiß ich nicht. Vielleicht, aber ich bin jetzt sicher, Achontal. Ortschaft Kristanz, Brünnberg. Nächste Ortschaft 2 Kilometer. Da vorne muss man über den Berg. Jetzt noch mal heftig hinauf. Also das Stück aus dem Achental raus. Alter Schwede, es ist so heftig. Nicht einmal Anstieg gestern zum Ochsenkopf. War so anstrengend, also das kann ich überhaupt nicht vergleichen. Das ist viel schlimmer. Alter Schwede, da haben wir was ausgesucht, ne? Selber schuld, das musst du leiden. Geschafft! Also ich konnte nicht mit dem Sitzen fahren, da bin ich aus dem Sattel raus. Aber geschafft. Alter Schwede, es ist gar nicht einmal so hoch. Aktuelle Höhe 521. Aber Fränkische Schweiz ist schon brutal. Tja. Wie gesagt, selber schuld. Aber ich finde es schön, weil die Ecke hier kenne ich gar nicht. Der arme Markus, tut mir leid. Ach Mensch. Der ist immer noch irgendwie unten am Hang. Keine Ahnung, ob der schiebt oder fährt. Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt auf ihn hier oben.
Also da vorne das Schild steht Bodenstein 6 Kilometer. Der Radweg verläuft mal auf dem Asphalt, also wenig befahrene Straßen oder separate Radwege oder wie hier Offroad, also zwischen den Feldern, aber alles schön fahrbar. So, nach ganzen Strapazen und Klettereien, jetzt geht es mehrere Kilometer nach unten Richtung Bodenstein. Bodenstein. Bodenstein ist erreicht und hier auf Total Tankstelle meine Stammtanke. Da trinken wir jetzt Kaffee. So, hier verlassen wir jetzt. Was heißt verlassen? Also, ja, die Bundesstraße. Und hier haben wir kurze Kletterpassage, aber das ist auch offizieller Radweg. Ich spare mir Kräfte und schiebe ich lieber. Hier ist ein Radwanderweg. Also immer noch beim Schieben. So, das war nur ein kurzes Stück zum Schieben. Zu steil zum Fahren und zum Schieben geht's, also ohne Probleme. Also Bodensteinradweg verbindet Bayreuth Obertrubach. Ja, jetzt habe ich's. Die richtige Informationen, ja. Und von Obertrubach Richtung Greffenberg. Also der Abschnitt zwischen Bodenstein und Obertrubach überwiegend Offroad und ja
ziemlich brutal die Strecke halt, ne? Beim Nachfahren gut überlegen. Oder für gut geübte, sehr gut geübte Radfahrer oder Mountainbiker, was auch immer alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat. Ja. Jetzt haben wir noch einige Kilometer nur durch den Wald. Also die Rampe hier jetzt brutal, brutal, also wow, aber jetzt geht wieder ein Stückle bergab. Das ist halt die Fränkische, Marco ist auch ein bisschen geschockt, ja, weil der ist halt nicht so Bergfahrer, sag ich mal, und auch nicht so verrückt wie mein Bruder. Also von Bodenstein Richtung, was habe ich gesagt, Betzenstein, ja. Also überwiegend Offroad, zwischendurch mal so kurze Passagen Asphalt und dann wieder durch den Wald, aber schön befahrbar. Aber eine Rampe nach der anderen halt, ne? Ja. Wunderbar, toll, wunderschön, ne? Laut Original GPX Bodenstein Radweg, da vorne 100 Meter ist Ende, also Bayreuth bis hier am Rande vom Obertrubach Betzenstein oder was auch das sein soll. Hier blicke ich auch nicht durch. Ja, ja. Da wo der Radweg trifft auf Erlangen-Pegnitz Radweg, also da ist Schluss. Ja, also machen wir jetzt noch gute Rast hier und dann das nächste Ziel ist jetzt Greffenberg. Ich hoffe, der hat noch Kraft, dass wir bis nach Hause durchziehen. Aber der hat schon gefragt, gibt es hier eine Bahn hier in der Mannschaft? Er sagt, nee, muss man noch bis Greffenberg fahren. Ich versuche ihn zu überreden. Weil ich bin jetzt richtig irgendwie voll drin. Ja, auch nicht so schlimm, wenn man im Greffenberg Schluss machen. Marco, ja? Fahren wir bis Nürnberg Stadtgrenze oder bis Greffenberg? Greffenberg. Greffenberg, okay. Habt ihr gehört, also der ist nicht so fit heute. So, das war Bodenstein Radweg, also Betzenstein Obertrubach Bayreuth. Und jetzt sind wir im Trubachtal. Bloß ein Stück da bis zum nächsten Brücke und dann fahren wir wieder links hoch. Also nicht offizielle Erlangen-Pegnitz-Radweg, wegen abseits oder parallel Richtung Greffenberg. Ja.
Also raus aus Trubachtal und gleich wieder hoch. Also hier haben wir noch einen Anstieg und dann geht es bergab und dann sind wir im Grevenberg. Grevenberg Bahnhof da hinter mir ist erreicht. Ja, und jedes Mal, wenn ich hier durch Grevenberg fahre, ich muss hier beim Wasserfall anhalten und filmen. Und hier meine neue Maschine, der Bomber. Also ich bin sehr zufrieden. Also das ist halt ein Adventure-Bike, nicht so schnell wie Cube. Cube ist mehr halt, kann man mehr Geschwindigkeit erreichen als mit dem. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Begleiten. Okay, bis zum nächsten Mal. Adi.